Hallo, mein Name ist Jan Graupner. Ich bin Rechtsanwalt bei Graupner Hünig Rechtsanwälte, einer Rechtsanwaltskanzlei aus Dresden, die sich hauptsächlich mit vereinsrechtlichen Themen befasst. Ich bin heute vom Vereins- und Stiftungszentrum eingeladen worden, um Ihnen einige Fragen im Zusammenhang mit Satzungsänderungen zu beantworten. Welche Anlässe kann es für eine Satzungsänderung geben? Anlässe für eine Satzungsänderung gibt es viele. Häufig sind es gesetzliche Änderungen, eine Änderung der inhaltlichen oder ideellen Ausrichtung des Vereins oder auch vereinsinterne organisatorische Probleme, die nur durch eine Satzungsänderung beseitigt werden können. Über die Jahre ändern sich die Verhältnisse, Ziele oder die Grundlagen der Zusammenarbeit in einem Verein erheblich, und dem muss man ab und an mit einer Satzungsänderung Rechnung tragen. Zum Beispiel wollen in der Gründungsphase oft jede Menge engagierte Mitglieder Verantwortung übernehmen und auch Mitglied des Vorstands sein. Die Satzung sieht daher oft eine große Anzahl an Vorstandsmitgliedern vor, und später, wenn die erste Euphorie nachlässt oder die ersten Streitigkeiten im Verein entstehen, wird es schwierig, alle Vorstandsämter zu besetzen. Dann hilft eben nur noch eine Satzungsänderung, um den Vorstand zu verkleinern. Oft sind auch Regelungen Gegenstand einer Satzungsänderung, die man ganz einfach bei der Gründung des Vereins nicht bedacht hat. Was viele nicht wissen, auch nur redaktionelle Änderungen, die nur den Wortlaut, aber nicht den Sinn verändern, die Änderung der Zeichensetzung oder auch die Korrektur von Rechtschreibfehlern, ist rechtlich eine Satzungsänderung, die durch das zuständige Organ mit der entsprechenden Mehrheit beschlossen werden muss. Wie läuft eine Satzungsänderung ab? Häufig merkt der Vorstand zuerst, dass die Realität durch die Satzung nicht mehr abgedeckt wird. Also gehen Satzungsänderungen häufig vom Vorstand aus. Das ist aber nicht zwingend. Auch Mitglieder können eine Satzungsänderung beantragen, zum Beispiel, wenn sie aufgrund gewonnener Erfahrungen der Meinung sind, die Befugnisse des Vorstandes müssten beschränkt werden. Meistens, also jedenfalls dann, wenn die Satzung nichts anderes vorsieht, liegt die Zuständigkeit für Satzungsänderungen bei der Mitgliederversammlung. Teilweise sehen auch Satzungen vor, dass redaktionelle Änderungen oder Änderungen, die vom Vereinsregister oder vom Finanzamt verlangt werden, vom Vorstand beschlossen werden können. Wenn eine Satzungsänderung ansteht, sind natürlich wie auch bei anderen Beschlüssen die Formalien einzuhalten. Ist die Mitgliederversammlung zuständig, muss die Mitgliederversammlung nach den satzungsgemäßen Erfordernissen einberufen werden. Das heißt, es bedarf einer form- und fristgerechten Ladung durch das zuständige Organ, was in der Regel der Vorstand ist. Mit der Einberufung ist auch der Gegenstand der Beschlussfassung zu bezeichnen, was in der Regel durch die Übersendung der Tagesordnung erfolgt. Aber hierbei genügt nach herrschender Meinung nicht, dass der Beschlussgegenstand mit Satzungsänderung bezeichnet wird. Es ist mindestens anzugeben, welche der Satzungsregelungen geändert werden sollen. Soll über eine vollständige Satzungsneufassung entschieden werden, ist der Entwurf der Neufassung beizufügen. Neben der Einhaltung der Formalien zur Berufung der Mitgliederversammlung bedarf es schließlich aber auch noch eines wirksamen Satzungsänderungsbeschlusses. Das heißt, die Mitgliederversammlung muss beschlussfähig sein und es bedarf einer zur Satzungsänderung erforderlichen Mehrheit. Sieht die Satzung keine andere Mehrheit vor, gilt die gesetzliche Regelung, was heißt, dass ein Beschluss mit einer Mehrheit von 3/4 der abgegebenen Stimmen zu fassen ist. Wichtig ist, dass der Beschluss protokolliert wird, denn im Anschluss an die Mitgliederversammlung muss die Änderung der Satzung im Vereinsregister angemeldet werden. Hierzu bedarf es der Vorlage des Protokolls bei einer Satzungsneufassung, auch der Satzung selbst. Die Anmeldung der Satzungsänderung ist notariell zu beglaubigen. Das heißt, der Vorstand muss die Anmeldung im Beisein eines Notars unterzeichnen. Dieser reicht die Anmeldung beim Registergericht ein und wenig später wird die Änderung der Satzung im Register eingetragen und die Eintragung öffentlich bekannt gemacht. Wann wird die Satzungsänderung wirksam?
Wirksam wird die Satzungsänderung erst mit der Eintragung, also nicht schon dann, wenn die Mitgliederversammlung den Beschluss gefasst hat. Die Eintragung ist also wesentliche Voraussetzung. Ich habe schon sehr häufig erlebt, dass Vereine entweder keine Kenntnis hatten, dass Satzungsänderungen eingetragen werden müssen oder dies einfach vergessen wurde. So wurde dann jahrelang nach der neuen Satzung gehandelt, ohne dass es eine wirksame Grundlage dafür gab. Die Konsequenzen können erheblich sein. Sämtliche Beschlüsse der Mitgliederversammlung könnten unwirksam sein. Bei einer Änderung des Zwecks oder der Vergütungsregelung für den Vorstand ist auch die mit der Gemeinnützigkeit einhergehende steuerliche Privilegierung rückwirkend gefährdet, sodass es zu erheblichen steuerlichen Nachforderungen kommen könnte. Die Anmeldung zur Eintragung ist also eines der wesentlichsten Erfordernisse für eine wirksame Satzungsänderung. Nicht ganz selten stößt man aber auch bei der Anmeldung zur Eintragung auf, ich will mal sagen, Widerstand des Registergerichts. Das Registergericht prüft zum einen anhand des eingereichten Protokolls, ob die Satzungsänderung formal wirksam beschlossen wurde, zum anderen aber auch, ob die Satzungsänderung selbst inhaltlich mit den gesetzlichen Regelungen vereinbar ist. Das ist nicht die Aufgabe des Notars. Ja. Dieser beglaubigt lediglich die Unterschrift. Er bestätigt damit, dass die in der Urkunde genannte Person auch tatsächlich unterschrieben hat. Stellt das Registergericht Mängel fest, werden sie mit einer Zwischenverfügung zur Abstellung des Mangels aufgefordert. Dies führt gelegentlich dazu, dass die Mitgliederversammlung erneut entweder über einen geänderten Entwurf oder bei einer formellen Mängel der Beschlussfassung in formeller korrekter Weise über den aktuellen Satzungsentwurf abstimmen muss. Wie kann der hohe Aufwand im Zusammenhang mit Satzungsänderungen vermieden werden? Vermeiden kann man den Aufwand leider nicht. Was man vermeiden kann, ist zusätzlicher Aufwand, der, wie ich bereits gesagt hatte, dann entsteht, wenn das Registergericht formelle oder inhaltliche Fehler rügt oder das Finanzamt später die Gemeinnützigkeit nicht feststellt, weil die Satzung nicht die entsprechenden Anforderungen erfüllt. Dann müsste nämlich der gesamte Aufwand der Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung wiederholt werden. Es lohnt sich also, eine Satzungsänderung gut vorzubereiten. Lieber etwas mehr Zeit investieren und fachliche Hilfe in Anspruch nehmen, wenn die Kompetenzen im Verein selbst nicht vorhanden sind. Immerhin etwas Aufwand kann man auch mit einer schon erwähnten Satzungsklausel sparen. Sieht die Satzung eine Regelung vor, dass der Vorstand berechtigt ist, solche Satzungsänderungen vorzunehmen, die aufgrund eines Eintragungshindernisses vom Registergericht oder zur Feststellung der Gemeinnützigkeit vom zuständigen Finanzamt verlangt werden, wäre keine neue Mitgliederversammlung durchzuführen. In diesem Fall könnte die Satzungsänderung, die die Eintragungshindernisse beseitigen oder die Anerkennung der Gemeinnützigkeit ermöglichen, durch Vorstandsbeschluss erfolgen. Was ich auch immer wieder gerne empfehle, Vereine, die die Feststellung der Gemeinnützigkeit anstreben, sollten vor der Gründungsversammlung bzw. bei einer Satzungsänderung, die Auswirkungen auf die Gemeinnützigkeit haben könnten, das zuständige Finanzamt bitten, die Satzung bzw. die Satzungsänderung vorab auf Vereinbarkeit mit den Grundsätzen der Gemeinnützigkeit prüfen zu lassen. Die Finanzämter sind nach meinen Erfahrungen hier sehr hilfsbereit. Und auch so könnten Sie berichtigende Satzungsänderungen im Nachgang vermeiden.